Und wir kommen bei einem neuen Part Yu-Gi-Oh! Ich habe ja schon vorher gewarnt, dieser Part wird ein bisschen ätzend für mich, denn jetzt kommt die ätzendste Stelle im ganzen Spiel. Ja, finde ich persönlich. Oh, hier ist wieder ein Minusstab. Hallo Minusstab. Können wir den nicht mitnehmen? Den brauchen wir bestimmt nochmal für so ein blödes Rätsel. Ja, Rätsel ist hier ein gutes Stichwort, denn hier in diesem Part werden viele Rätsel jetzt nochmal auftreten, weil das Spiel natürlich ein bisschen künstlich in die Länge ziehen möchte. Und das ist natürlich nervig für den Spieler. Gut, wo sind wir denn hier? Hier sind wir wieder in der Wildnis. Ja, ich hab's ja schon gesagt, Rätsel. Hier ist wieder so ein blödes Rätsel. Das soll das Ganze wieder künstlich in die Länge ziehen, weil die Entwickler, weil den Entwicklern die Duelle oder die Duellanten langsam ausgegangen sind. Deswegen müssen sie das Spiel künstlich in die Länge ziehen, indem sie jetzt weiterhin solche unnötigen Scheißrätsel einbauen. Verdammt. Was ist das hier? Das ist ein kleiner Pilz. Aha, und? Oh, komm schon, sowas mag ich jetzt nicht. Ich habe jetzt keinen Bock auf sowas. Wir müssen die anscheinend vergrößern und verkleinern, diese Pilze, um vorbeizukommen. Ich probiere es jetzt einfach nochmal rum, ist mir doch egal hier. So, ich hoffe, das war's. Aber ich glaube es kaum. Warum kann ich denn nicht vorbei? Warum kann ich denn nicht vorbei? Kann ich den Pilz nicht einfach... Ah, jetzt. Gut, und ich hoffe, hier ist das Ziel. Ist hier das Ziel? Ja, da ist das Ziel. Okay. Gut. Da gibt es bestimmt so ein paar Kisten, aber ich habe jetzt keine Lust jetzt... Oh nee, es geht noch weiter. Warum? Muss das sein? Spiel, müsste das echt noch so künstlich in die Länge ziehen? Ich habe jetzt keinen Nerv auf sowas. Das ist einfach nur langweilig und ja, das macht keinen Spaß, Entwickler. Denken macht keinen Spaß. Und wenn doch, dann wären wir alle Abiturienten mit einem 1,0 Durchschnitt. Lernen macht keinen Spaß oder denken macht keinen Spaß. Und was ist das jetzt eigentlich? Oh Mann, ich will das nicht machen. Gibt es da keine Cheats, wie ich das überspringen kann? Also gut, machen wir es nochmal. Drecksrätsel. Warum baut man so einen Scheiß überhaupt ein? Das macht keinen Spaß. Gut, dass sie diese Rätsel im 2011er entfernt haben. Da bin ich denen wirklich dankbar. Muss ich jetzt tatsächlich mein Gehirn einschalten? Ich will nicht. Also gut. Mensch. Ja, man hilft auch nichts. Ich muss es trotzdem machen. Also gut, wo geht's denn hier durch? Können wir hier durch? Sind wir da vorhin schon durchgegangen? Ja, sind wir. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie nach oben kommen. Deswegen tue ich diesen Pilz jetzt wachsen lassen. So, dass wir da hochkommen. Ich glaube, ich schaue jetzt gleich nach einer Lösung im Internet nach. So, keine Lust habe ich auf dieses blöde Rätsel. Gut, dann gehen wir mal da lang. Jetzt können wir ja über die Pilze zu neuen Orten gelangen. Wer auch immer diese Idee hatte mit diesen Rätseln, ich hasse dich. Blöder Spielentwickler. Und warum liegt das jetzt so? Wahrscheinlich wegen den vielen Sachen, die hier sind. Das kann das Ganze nur noch weiter in die Länge ziehen. Wisst ihr was, ich schaue jetzt im Internet nach. Ich habe jetzt keinen Bock auf sowas. Wir sehen uns dann gleich wieder. Also bis gleich. Okay, ich habe jetzt eine Lösung hier neben mir stehen. So wie wir es jetzt gemacht haben, ist es richtig. Wir müssen hier nach oben. Und jetzt muss ich... Moment, muss kurz lesen. Ah, jetzt habe ich es. jetzt muss ich was? Was? Nein, jetzt bin ich woanders. Verdammt. Kann sich um Stunden handeln, bis ich es gefunden habe.
Gleich hab ich's. Moment. Ah, jetzt hab ich's. Okay. Jetzt muss ich ganz rechts hingehen zu einem großen Pilz. Und Moment, nein, jetzt muss ich nach einem Minusstab suchen, der hier oben ist. Ich hoffe, es gibt hier oben einen. Und wenn nicht, dann muss ich alles nochmal machen. Gut, hier ist kein verdammter Stab. Ja, ihr merkt schon, wie gut gelaunt ich gerade bin. Ja. Woran möge es bloß liegen? Also sicherlich nicht an diesem einfallslosen Gameplay mit Rätseln. So, kann ich den hier vielleicht... Nein, kann ich nicht. Aber hier ist hier vielleicht so ein verdammter... Ja, da ist ein verdammter Stab. Okay. Kapling. Gut, jetzt muss ich hier den verkleinern. Da oben kriegen wir dann einen Minusstab. Hier immer eine Beschreibung stehen muss, als ob man das nicht selber aufgenommen hat, was da ist. Naja. Und auf diese Kiste pfeife ich jetzt getrost, denn ich habe jetzt keinen Bock, da mich extra lang damit zu beschäftigen, damit das Spiel noch länger in die Länge gezogen wird, so wie die Entwickler es wollen, das möchte ich nicht. Ja, weil sowas ist einfallslos. Sowas unterstütze ich nicht. So, jetzt müssen wir das ins Gebiet betreten. Und jetzt muss ich über die Brücke gehen und über den Efeu benutzen. Also den Efeu dann quasi dann, das ist anscheinend der hier. Da muss ich dann den nächsten Minusstab benutzen. Ich meine, was soll der Quatsch? Man kauft sich das Spiel nicht, um Rätsel zu lösen, sondern um Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Wenn ich Rätsel lösen will, dann spiele ich Sudoku. Okay. Gut, jetzt muss ich weiter runter scrollen. Da das Wasser nun nicht mehr fließt, kann der Spieler einen weiteren Minusstab sichern. Ah ja, genau. Da ist jetzt hier im Wasser. Okay. Jetzt muss ich den hier vielleicht. Ich speichere jetzt mal, denn da steht jetzt nichts, welchen Efeu ich jetzt einsetzen, bei welchem Efeu ich das jetzt einsetzen muss. Ich schaue jetzt mal grob nach, wie viele Efeus es hier gibt. Also ich mache hier erstmal ein Save State zunächst, ne? Ich nehme jetzt mal den vom, was ist denn der älteste Save? Ja, 28. Juli. Gut, den Tandorm, den tue ich nicht verkleinern, das bringt gar nichts. Nächsten Efeu einsetzen muss hier Bild 2. Bild 2 kann ich leider nicht sehen. Aber ich glaube mal, das ist der hier. Ich weiß zwar nicht, ob es der richtige ist. Probieren wir es mal. Jetzt, wo kein Efeu mehr an dem Felsen sitzt, wird er von der Klippe fallen. Okay. Er trifft den Baum. Oh, da fliegen gleich zwei runter. Cool. Der hätte aber auch auf uns rauffallen können. Das wäre sogar das Beste, denn dann müsste ich nicht mehr dieses Rätsel machen. Oder vielleicht doch, so im Himmel gibt es dann bestimmt weitere Rätsel. So mit Wolken oder sowas. Und wenn wir in der Hölle landen, dann irgendwas mit so Lava-Zeugs oder so, wo Lava umfließen muss oder sowas. Ich bin vielleicht innovativ hier. Bei der auf dem Baum hat der Spieler beide Minusstäbe eingesammelt, muss er an einem Efeu an der Brücke einsetzen. Okay, jetzt muss ich den hier benutzen. Gut, dass es Leute gibt, die sich den Kopf zerbrochen haben und die Lösung ins Internet geschrieben haben. Denn das erleichtert einem echt das Ganze. Und für die Hater, die jetzt sich jetzt sagen, hey, warum machst du das nicht? Leck mich. Okay, das nächste. Unterhalb der Brücke ein Busch. Wo ist hier ein Busch? Unterhalb der Brücke, hier unten wahrscheinlich, oder? Aber unterhalb kann auch hier sein. Ich schaue jetzt einfach mal nach.
Hat er wieder bei im zweiten Schlaf muss der Spieler einen Busch unterhalb der Brücke einsetzen. Der Spieler muss sich auf dem Weg folgen, nachdem er sich den letzten Minenstab in diesem Gebiet gesichert hat. Ach, das hier ist es, oder? Ich speichere nochmal und probiere es hier ein bisschen, also hier aus. Und zwar nehme ich jetzt. Welchen Tag haben wir heute? 21. August, genau. Überwachsen Pflanzen, du kannst den Atem des Lebens spüren. Der Minenstab hat das Wachstum der Pflanzen umgekehrt und sie wurden kleiner. Aha. Und das ist falsch. Ich hätte hier runtergehen müssen. Okay, dann lade ich das Ganze nochmal. Wo ist hier der Safe? 21. August, das ist der hier. Gut, dann muss ich hier jetzt anscheinend außen rumlaufen. Ich hoffe, ich komme da runter. Und wenn nicht, dann war es doch vorhin richtig, den Minusstab an diesem... Ah ja, man kommt hier runter. Okay, sehr gut. Oder vielleicht auch nicht. Na gut, ich muss anscheinend doch den anderen Weg nehmen. Gut, laden, 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 um mir ein bisschen Weg zu sparen. Und zwar hier. Okay. Ja, wieder. Also vorhin war es doch richtig, hier den Efeu klein zu machen. Aber wo geht es dann lang? Hier vielleicht? Genau, wie soll man sowas sofort erkennen? Das sieht aus wie eine optische Täuschung von dort. Finde ich persönlich. Hm, egal. Okay, ah, hier ist ein weiterer Minusstab. Hurra. Und jetzt... Genau, jetzt muss ich den Weg hier... Also die Brücke darf ich jetzt nicht reparieren. Sondern ich muss hier diesen Busch hier weg machen und dann kommt man hier durch. Habe ich dieses Rätsel endlich gelöst. So. Okay, ich glaube, das mache ich jetzt ab sofort immer, wenn so ein Rätsel ist, denn was soll der Scheiß? Das Spiel könnte sich in die Länge ziehen, indem man Rätsel einbaut. Nein, danke. Das habe ich ja auch schon im 2009er kritisiert, dass sie das Spiel meistens immer in die Länge ziehen wollen. Mit langen Laufwegen zum Beispiel. Oder hier in dem Fall machen sie es mit verdammten Rätseln. So, wir sind endlich da. Hier kommt ein Safe State. Und alle Hater, die jetzt sagen, hey, du hast es nicht gemacht. Ihr könnt meinen lecken, ne? Okay. Den hier, genau. Nein! Fünf Minuten später. Wir sind weiter. Oh nein, Löwenattacke! Wow. War. Regulus? Aha, Regulus ist ein Löwe, Du bist also Regulus. Dann bitte hör mich an. Ich habe den antiken Feendrachen versprochen, diese Welt zu schützen. Darum bin ich hier. Dieses Mädchen kam aus einer anderen Welt, um den antiken Feendrachen zu retten. Genug von deinen Lügen. Du kannst mich nicht täuschen. Ein Löwe, der reden kann. Okay. Du willst die Kräfte des antiken Feendrachens nur für das Böse finden. Verdammt, er hat uns durchschaut. Ja genau, töte ihn. Ich mag diesen Zauberer nicht. Fress ihn ruhig.
Oh, großer und brütiger Regulus, wir flehen dich an, bitte hör uns an. Na, willst du auch mich auf den Arm nehmen? Es bringt nichts. Es ist, als würde er das Gegenteil von dem hören, was wir sagen. Hm, wie bitte? Janka, schau an sein Bein. Da ist ein Minenstab an sein Bein befestigt. Ich verstehe, deshalb hört er das Gegenteil von dem, was wir zu ihm sagen. Darauf wäre ich jetzt echt nicht gekommen. Also gut, Luna. Nun, in diesem Fall... Regulus ist ein stinkender Klotz. Er ist eine Heulsuse und meine Katze kann es mit ihm aufnehmen. Ach, glaubt ihr wirklich, dass euch diese Schmechlereien bei mir weiterhelfen? Wieder so eine unnötige, angeblich lustige Stelle von unseren lieben Entwicklern. Soll es lustig sein? Meine Antwort, nein. Oh nein, es ist schon zu spät. Schnell, tu etwas. Tonka, was sollen wir tun? Ich würde jetzt gar nichts tun, ganz ehrlich. Ich würde jetzt echt gar nichts tun, wenn ich hier jetzt an der Stelle wäre. Denn, scheiß drauf. Ah, ja, wir müssen uns jetzt mit diesen scheiß Löwen duellieren. Aber zunächst, um mir die Nerven zu erleichtern. Speichern. Ah, jetzt duelliere ich mich echt mit so einem verdammten Löwen. Kann ich den nicht einfach... Ja, nein, runterschmeißen kann ich den nirgendwo. Aber der ist viel zu schwer. Aber kann ich den nicht einfach mit einem Gewehr oder so abknallen oder sowas? Ach. Na, ist gut. Hoffentlich verliere ich nicht gegen den. Sonst bin ich echt mies gelaunt. Aber ich muss zugeben, dieses Kapitel ist das schlimmste Kapitel in der ganzen Yu-Gi-Oh! Geschichte. Deswegen bin ich auch seit den letzten paar Parts so, ja, so blöd gereizt oder so heftig gereizt, sag ich mal. Und sage Sachen, die ich normalerweise nicht sage. Zumindest nicht im Let's Play. Okay. Ach, ich habe meinen Zombie-Deck ja immer noch eingestellt, genau. Chaos Endmeister. Wenn diese Karte ein Monster des Gegners durch Kampf zerstört und auf dem Friedhof legt, kannst du ein Monster der Stufe 5 oder höher mit 1600 und weniger ATK als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Ein Empfängermonster. Wir müssen aufpassen. Er hat bestimmt ein paar Synchros in seinem Extra-Deck. Es ist alles klar. Unsere Hand ist gut. Ich spiele den hier in die Angriffsposition. Und greife mit dem Monster den hier an. Mein Monster wird dadurch zerstört, aber ich kriege dann ein Monster von meinem Deck aufs Feld. Und zwar einen Myokoki möchte ich mir dann holen. Wir haben ja drei Stück insgesamt in unserem Deck. Und damit zerstöre ich dann das Monster. Dann spiele ich die hier verdeckt und beende meinen Zug. Achso, ja, das Ding kann ich eigentlich schließen, das Internet. So, jetzt. Jetzt haben wir Kampfschaden bekommen. Jetzt kriegen wir allerdings ein Monster mit einer Def von 2000 oder weniger von unserem Deck als Spezialbeschwörung aus Fels. Ich nehme Ryokoki. Ein Monster mit 2400 Angriffspunkten und damit zerstöre ich jetzt seinen Chaos Endmeister. Sorry, das muss ich erstmal verdauen. Aufrichtig. Während deiner Main-Phase kannst du diese Karte vom Spielfeld auf die Hand ihres Besitzers zurückgeben. Während des Damage-Steps eines beliebigen Spielers, wenn ein offenes Lichtmonster kämpft, das du kontrollierst, kannst du diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen, um dieses Monster bis zur Endphase, die ATK in Höhe des ATK des gegnerischen Monsters, gegen das es kämpft, erhalten zu lassen. Ach ja, eine schöne semi-limitierte Karte. Genau. Und schon ist meine gute Laune wieder weg. Ich hab gerade angefangen, eine gute Laune einzusammeln. Was? Ah, gut, sein Monster wird zerstört, da es gegen ein Kriegermonster gekämpft hat. Hier steht der Effekt. Falls diese Karte mit einem Monster von Typ Krieger oder Hexer kämpft, zerstöre das Monster am Ende des Damage Steps. Es hat auch gekämpft, wurde allerdings zerstört. Wegen dieser verdammten Aufrichtig-Karte. Aber immerhin ist ein Empfängermonster jetzt auf dem Friedhof. Jetzt setze ich die hier.
und vielleicht sogar noch eine zweite als kleine Sicherheit, falls er mehrere Monster spielen sollte. Und beende meinen Zug. Jetzt ist er wieder dran. Ein rasender Gorilla. Jetzt ist er ganz wütend, da wir seinen Empfängermonster zerstört haben. Er würde uns jetzt direkt angreifen. Aber ich habe ein Zwangsrekrutierungsgerät und gebe ihm sein Monster auf die Hand zurück. Alles klar, jetzt hoffe ich, dass wir ein vierstufiges Monster oder niedriger ziehen, damit wir was auf dem Feld haben. Oder die ist auch okay, wir können jetzt mit der hier sogar ein Monster der Stufe 5 oder 6 spielen. Ich glaube, ich spiele den Vampirlord und greife ihn dann direkt an. Denn dann aktiviert sich der Effekt unseres Vampirlords. Und wir können sein Deck ein bisschen zerstören. Ich werde wahrscheinlich wieder ein paar Fallenkarten von ihm zerstören, da mir fiese Fallen auf die, ja, auf die Nerven gehen. Okay, jetzt kommt der Effekt vom Vampirlord. Ich sage Falle. Denn je mehr Fallen auf dem Friedhof legen, desto besser für uns. Was war denn das jetzt für eine Falle? Gib ein offenes Monster von Typ Ungeheuer von deiner Spielfeldseite auf die Hand deines Besitzers zurück. Und dieser beschwört dann ein Monster vom Typ Ungeheuer Spezialbeschwörung mit derselben Stufe wie das Monster, das auf die Hand zurückgegeben wurde. Okay. So, er hat 6 Karten. Ich glaube, er wird meinen Vampirlord zerstören. Aber wenn er es mit dem Effekt zerstören sollte... Aha, er zerstört es mit dem Effekt. Dann kommt es wieder durch den Effekt meines Vampirlords. Denn wenn dieses Monster durch einen Karteneffekt zerstört wird, kommt es in meinem nächsten Zug wieder zurück aufs Feld. Es kommt sein rasender Gorilla nochmal. Aber ich habe ja mein zweites Zwangsevakuierungsgerät auch noch verdeckt. Damit kann ich den Angriff wiederum von ihm annullieren. Und sein rasender Gorilla landet wieder zum zweiten Mal zurück auf seine Hand. Jetzt kriege ich meinen Vampirlord zurück. Hoffe ich zumindest. Ja, genau. Jeder Effekt nochmal. Jedes Mal, wenn die Karte den Lebenspunkt deines Gegners Schaden zufügt, nenne einen Kartentyp Monster, Zauber oder Falle. Dein Gegner wählt eine Karte des genannten Typs aus seinem Deck und legt sie auf den Friedhof. Außerdem, falls diese Karte durch einen Effekt einer Karte deines Gegners zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, beschwöre sie als Spezialbeschwörung auf dem Spielfeld in deiner nächsten Standby-Phase. Ach, ein schöner Effekt. Alles klar, jetzt spiele ich Kraft der Magie und rüste sie meinen Vampirlord aus. Aus dem Grund, weil sein rasender Gorilla auch 2000 Angriffspunkte hat und er dann die Monster tauschen könnte. Wenn ich jetzt allerdings mein Monster verstärke, kann er sie nicht mehr tauschen, sondern sein rasender Gorilla wird dann zerstört. So, Kraft der Magie bewirkt, dass sich die Angriffs- und Verteidigungspunkte unseres Monsters für jede Zauber- und Feinkarte, die wir auf dem Feld haben, mal 500 erhöht. Wir haben jetzt gerade 2 Zauberkarten auf dem Feld. Das sind 2x500, das heißt plus 1000 extra Angriff- und Verteidigungspunkte unseres Monsters. Jetzt greife ich hier mit 3000 Punkte direkt an. Und ich sage wieder Falle. Ach, das ist wieder dieselbe, die er vorhin auf dem Friedhof gelegt hat. Er mag die wohl nicht in seinem Deck. Oder er hält sie für schwach. So, noch ein Angriff meines Monsters und er hat verloren. Und wenn er mein Monster zerstören sollte, durch einen Effekt, kommt es wieder zurück. Und er spielt rasender Gorilla. Er muss mich jetzt mit seinem Monster angreifen. Das ist der Effekt. Wenn er nicht angreift, wird es einfach zerstört. Auch wenn es besser für ihn wäre, wenn er einfach es nicht angreifen lassen würde und er es einfach nur in die Verteidigungsposition setzen würde. Das wäre dann auch besser. So, jetzt sage ich wieder Falle. Jetzt hat er wieder Kampfschaden. Spiegelkraft, perfekt. Er hat Spiegelkraft auf den Friedhof gelegt. Okay. Süß. Ein Löwe setzt eine verdeckte Zauber oder Falle. Megawandler, ich könnte meine Angriffspunkte jetzt halbieren, möchte ich eigentlich nicht. Warum sollte mir das eigentlich bringen?
So, okay. Das beendet das Ganze. Leichter Sieg für uns. Jetzt kriegen wir ein paar Bonus. Oder Boni. Der Plural vom Bonus ist ja Boni. So, jetzt haben wir einen neuen Bonus bekommen. Friedhof Aktivierungsbonus. Das ist ein Bonus, wenn man Karten, Effekte aktiviert, die auf dem Friedhof sind. Wie zum Beispiel unser Vampirlord. Und Kampfumkehrbonus, das heißt, wenn wir quasi unser Monster, ja, wenn der Gegner angreift und sein Monster zerstört wird. Das ist es, glaube ich. Bin mir aber allerdings nicht sicher. Jetzt. Ja! Ich hab's geschafft. Ich habe den Minusstab von Regulus bei ihnen entfernt. Ach komm, diese. Also, eins, was mich an diesem Kapitel aufregt, dass die Story so kindisch ist. Ne? Sprechende Tiere, Affen, was weiß ich. Und zweitens, scheißnervige Monster. So. Puh, gut gemacht. Du auch, Luna. Uff, was ist jetzt geschehen? Also, jetzt hat sich halt alles beruhigt, ne? Bla bla bla. Muss ich das vorlesen? Nein. Ja, lest es euch selber vor. Tut mir leid, dass ich jetzt so gereizt bin, aber diese kitschige Story oder diese billige Story in dem Fall möchte ich mir nicht durchlesen oder vorlesen, sagen wir es mal so. Also er stand halt unter einer Kontrolle irgendwie von einem Feind und er hat uns für Feinde gehalten. Was für ein Wunder. Was für eine innovative Story. Mensch! Jetzt müssen wir irgend so einen Drachen retten. Ja, genau. Also wir müssen jetzt den antiken Feendrachen retten und er befindet sich auf Seemanns Schloss. Ende im Gelände. Mehr gibt's nicht zu sagen. So. Noch ist nicht die Zeit, sollte für die an. Möchtest du zurückkehren? Bis dahin wird. Ja, also ich finde diese Stelle im Spiel, wie gesagt, sehr einfallslos und kitschig. Ach, jetzt kommen wir wieder zurück in die Arcadia-Bewegung, glaube ich zumindest, oder? Ach komm, ich lese es jetzt einfach durch, auch wenn ich keine Lust drauf habe. Du kannst diesen Stab nun in die reale Welt mitnehmen. Nutze ihn, um Luna zu retten. Schnapp sie dir, Janka. Ja, ich schnapp sie mir alle. Ich schnappe mir alle 151 Pokémon. Oder wie viel gibt es momentan? 730 Pokémon. Oh, bin ich froh, endlich von dieser Welt weg zu sein. Kapitel 4. Die Reise. Eine alte Bekanntschaft. Flucht und eine neue Bedrohung. Endlich ist dieses Kapitel vorbei. Meine Güte, das ging mir sowas von auf die Nerven, dieses Kapitel. Das schlimmste Kapitel in der ganzen Yu-Gi-Oh! History. Hey, aufmachen! Mach bitte die Tür auf! Jetzt kommt eines der spannendsten Kapitel. Und das nächste Kapitel ist einfach. Das nächste Kapitel nach diesem Kapitel, was wir jetzt machen, ist einfach nur episch. Das war jetzt gerade, also das, was wir jetzt gerade gemacht haben, das Kapitel, das war das schlimmste Kapitel. Jetzt wird es einfach nur noch episch. Das ist genau das Gegenteil von dem, was das letzte Kapitel jetzt war. Also, das ist echt die Härte. Wie konnte ich mich bloß in so einem Raum einsperren lassen? Wenn ich meinen Termin verpasse, kriegt der Chefredakteur einen Anfall. Lass mich raus! So, hilft mir doch jemand! Jack, bitte rette mich! Jack? Jack ist nicht da, aber ich bin da. So, ich speichere und dann beende ich diesen Part auch schon. Ja, in diesem Part war ich natürlich ein bisschen miese gelaunt. Ich habe es ja auch schon im letzten Part ein bisschen vorher angekündigt. Und im nächsten Part bin ich wieder gut gelaunt, denn jetzt geht's weiter mit der normalen Story. Und nicht wieder mit so einem LSD-Trip in einer bescheuerten Welt, wo Löwen sprechen, wo
wo verdammte Affen die Kontrolle über die Welt übernommen haben, wo verdammte Magier irgendwie sinnloses Zeug über sich selber reden, da habe ich, ja, verständlicherweise wenig Lust drauf. Ich hoffe, ihr konntet es verstehen. Aber im nächsten Part geht's wieder weiter, munter und episch mit der Story geht's dann wieder weiter. Also, bis dahin, ich wünsche euch noch was Gutes für diesen Tag und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also, macht's gut, euer Uncle LP. Ciao. Akro Kevin.